Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier bei The Division 2. Ich werde nicht weiter sprechen. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir müssen noch 2 Punkte einsammeln, um hier das Safe House, beziehungsweise ich glaube, die Safe House Objectives, wenn man so will, entsprechend umzusetzen oder abzusetzen. Oder was ist zum Teufel? Ist das denn da? Das scheinen unsere zu sein. Das wirkt wie unsere. Oh, das ist ja auch nice, oder? Guck mal, die tragen wirklich so ein paar Sachen durch die Gegend. Kehr mit Proviant zurück. Geile Nummer. Gute Sache. Renne ich jetzt gerade wieder durch den, ja, am Safe Point vorbei. Das ist gut, das ist in Ordnung. Von daher, boah, okay. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Okay, damit hat er jetzt nicht gerechnet anscheinend. Okay, der auch nicht. Der hat da auch nicht mit gerechnet. Sehr gut. Okay, dann haben wir die mal eben kurzerhand supported, Freunde. Tragbares Gerät erkannt. Ist auf jeden Fall doch echt groß, ja. Wenn man so erst im ersten Moment auf die Karte guckt, dann denkt man so, ja, so kann ich da... Ne, kann ich anscheinend nicht. Ich muss wahrscheinlich kurz mal in die Karte gucken. Ja, mal sehen, ob wir da so durchkommen. Wir werden uns mal einen Weg suchen. Können wir theoretisch, aber ich glaube, wir müssen hier um die Ecke. Um die Ecke, um die Ecke. Schade, ich dachte, hier war ein Eingang. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Boah, das war ungünstig. Warum? Oh, wir tauschen mal die Plätze. Ist eine gute Sache. Nicht gut. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ist gut. Heilige. Oh, jetzt muss ich mal eben die Deckung austauschen, wollte ich gerade sagen. Das ließ sich ja echt eben ganz bescheiden steuern, aber hier ist irgendwas Gutes. Ein Schlüssel, Freunde. Ein Schlüssel ist immer gut. Mit einem Schlüssel kann man Sachen öffnen. Ja, natürlich kann man damit Sachen öffnen. So, wie kann ich hier Leiter-Feststelltaste benutzen? Okay, dann gehen wir hier die Leiter wieder runter.
Mann, gut, dass wir die erhöhte Position da eingenommen haben. Denn... Plündern. So, das gibt Stahl. Und hier gibt das... Oh, nice. Wir nehmen das erstmal. Können wir das denn schon... Wir haben... Da haben wir noch zwei Sachen. Okay, das ist eher von niederem Interesse. Auch das ist eher von niederem Interesse. Knieschoner haben wir doch so gut, ja? Aha. Wir nehmen die. Bringen noch ein bisschen mehr. Was bringen denn die? Nee, das ist ein und dasselbe quasi. MP-Schaden, das brauchen wir dann nicht. Und da haben wir den. Und ansonsten haben wir jetzt erstmal soweit nichts, richtig? Nein, haben wir nicht. Was konnte man denn hier? Achso, das gibt hier auch nochmal Mods. Aber das kann ich jetzt hier nicht tun, ne? Okay, alles klar, wir können es hier nicht tun. Wir können das hier nicht tun, Freunde. Da ist ein Behälter. Ausstattungslager. Plündern. Ah, nein. Krass. Jetzt bin ich ja mal... jetzt bin ich echt mal... Was? Wir nehmen doch einmal mal das hier, oder was? Und dann gucken wir mal, ob wir das Ding noch modifizieren können. Jawohl, wir haben hier eine lange Schiene. Die nehmen wir mit der Präzision. Das nehmen wir natürlich gerne in Kauf. Wir haben einen Munitionsgurt. Da werden wir mal das Nachladetempo, gerade für ein MG. Und wir werden den Kurzgriff... durch kritische Treffer. Haben wir hier oben vorne auch noch was? Nein, haben wir denn gerade nicht. Aber das macht nichts. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ding durchrastet, oder? Sehr coole Nummer. Okay. Aber wir haben den Technologiebehälter noch nicht gefunden und der scheint irgendwie da oben zu sein. Von daher müssen wir hier wieder hoch. Da. Jawohl. Hätte ich fast nicht gesehen. Und es wird dunkel, Freunde. Der Tag-Nacht-Wechsel, ich finde ich extrem lustig, extrem cool. Wirklich. Gehen wir mal nachladen hier nochmal. Und das wäre die Technologie gewesen. Und einen müssen wir noch, der liegt quasi fast gegenüber. Im Grunde müssen wir nicht, aber machen wir einfach. Wir wählen den mal an und können wir hier durch. Hier noch was zu looten, wenn man so will. Oh, da ist auf jeden Fall. Ja. Licht. Kann man Licht machen? Ach so, okay. Das war einfach. Nehmen wir das mit. Wir nehmen das mit und wir nehmen das mit. Cool. Also, meine Augen mussten sich da wohl auch erstmal dran gewöhnen. Aha. Und somit haben wir jetzt auch festgestellt, wie sehr gut, sehr gut. Wo ist der kürzere Weg zur Straße? Gehüpft wie gesprungen. Wir gehen aber, ich würde sagen, in diese Richtung. Alles grün hier. Alles grün, alles safe, alles gut. Kann ich mit dem reden? Nee, kann ich nicht. Na, gibt's auch. Ich glaube, dann müsste es Ausrufungszeichen geben oder ähnliches, ne? Ja. Den Weg haben wir eben genommen, quasi in den Hintereingang. Und jetzt nicht das, was ihr denkt. In den Hintereingang. Oh, das wollte ich zwar gerade nicht, aber ist auch schön. Sieht gut aus, oder? Das sieht doch echt nice, 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 nice. Ich bin echt, ich feiere das gerade so, das Game.
Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Oh, das ist hier schon der Kontrollpunkt. Waren wir nicht hier schon mal? Ich glaube, wir waren doch hier schon mal, oder? Jetzt will man mal reingucken. Ja, wir sind doch direkt von hier runter. Das war doch unser erster Gang quasi zur Siedlung, wenn man so will. Natürlich war es das. Also von daher, hier haben wir schon mal gelegen, geliebt und was auch immer wir hier noch so alles gemacht haben. Aber cool. Downtown East Boss entdeckt. Oha. Ein Boss entdeckt. Ah, so. Ein Boss entdeckt. Der wahrscheinlich hier beim Kontrollturm rumsiffelt. Oh, auch nicht schlecht. Die hat zwar sie sofort zerwurstet, wenn man so möchte. So, 30, 1 Meter, Midtown, mitten, Abbruchgelände. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Irgendwie müssen wir wohl da hinten hin. Und der Boss scheint auch nur zeitweise da zu sein. Also nehmen wir mal den Bereich hier und dann könnten wir vielleicht den Kontrollbereich da vielleicht auch noch snacken, wenn man so möchte. Wow. Das 04, das sind Meter, ne? Hunderte Meter. Okay. Gehen wir mal den Bereich. Ne, wir gehen mal jetzt doch die Metasse hier entlang. Ist das jetzt, ich schätze mal, ein Boss, der so spawnt, oder? Ich vermute das jetzt einfach mal. Bewegt er sich? Der bewegt sich wirklich, ja. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Ich habe so das dumme Gefühl, dass wir uns hier gerade in. Dass ich mir gerade in eine Sache reinbegebe. Sich nähernde Feinde erkannt. Keine Gnade. Agent braucht Verstärkung. Wow. Schwere Verwundung entdeckt. Heiliger, 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 heiliger. Wo ist der hin? Sogar Schüsse entdeckt.
Heilige, heilige, heilige. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. Ja, ich habe das gemerkt. Das sieht für mich gerade nicht gut aus, merke ich. Okay, hier soll das Ziel sein. Agent, hier ist jemand für Sie, den Sie kennen. Er will direkt durchgestellt werden. Hier spricht Vikram Malik. Agent, ich entschuldige mich für meine Schroffheit das letzte Mal. Und möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich vor den Hyänas gerettet haben. Ich weiß, dass das Theater Batterien braucht. Und ich weiß, wo welche sind. Treffen Sie mich im Odia Store, dann zeige ich es Ihnen. Malik N. Wir haben im Büro keine Batterien gefunden, Agent, aber das Theater braucht welche. Das kann ein Versuch sein. Oh, da ist Erste Hilfe, das ist gut. Erste Hilfe können wir gut gebrauchen. Okay, den haben wir. Heilige, was war das denn bitte? Aber das gab auf jeden Fall Waffen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine nice Sache. Aus deiner Deckung. Wir ja, sehr Chancen. Gut. Eine Arschgeige nach der anderen. Gut gemacht, Charles. Wow. Komm, oh, harte Dinger. War das jetzt Kopfkill-Einsatz? Ich habe das nicht verstanden.
Aber gut, Freunde. Ich sag mal so, schaden kann es nicht. Wie er schon sagte, eine Arschgeige weniger. Und wir haben auf jeden Fall was gekriegt. Und das gucken wir uns jetzt gleich mal eben an. Bis wir die Sachen hier eingesammelt haben. War ja auch schon ein harter Fight. Das muss man ja mal, das muss man auch mal so hingestellt lassen. Ja. Der war ja schon mal nicht ohne. Ich denke, wir sind hier auch in einem Gebiet. Lisa, öffne dich. Was? Nee, sind wir nicht, aber davon ab. Wir haben noch... Wir sind ja fast nah dran. Sehr nice. Okay, jetzt gucken wir trotzdem mal rein. Was haben wir denn hier bekommen? Und zwar haben wir bekommen... Diese hier. Die macht auf jeden Fall mehr Schaden pro Sekunde. Und eine... Boah, heftig. Magazin 8. Aber dafür ist die Schrotze wesentlich besser. Und ich will mal wechseln. Ich will mal gucken, was die so kann. Ja klar, anscheinend ist das momentan so. Ja, das verstehe ich. Lange Unterlaufschiene, den Griff nochmal einsetzen. Und ich hoffe, wir haben... Nee, wir haben kein anderes Magazin. Und wir haben auch keine andere Mündung. Aber lassen wir die mal. Ich glaube, die könnte uns noch viel, viel Kummer und Sorgen ersparen, wenn man so will. Und hier ist noch was zu plündern. Da ist auch noch was zu plündern. Und jetzt geht's quasi raus. Zum nächsten Technologie-Point. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Boah, das war ein Hund. Wann habt ihr den Hund gesehen? Hier haben wir schon mal, hier waren wir auch schon mal. Feindliche Übertragung empfangen. Hatten wir den nicht schon mal entdeckt? Wir haben uns doch so ein Shootout geliefert, oder? Ich bin jetzt völlig blemblem. Ja, wir werden das später aufräumen. Ich will jetzt erstmal diese Buttons haben, wenn man so möchte. Wenn man so will. Dass wir die einsammeln. Dann gehen wir zurück zum Safe House. Da unten drin. Okay. Warum legt man denn solche Sachen... Jetzt ernsthaft, Leute. Legt man denn solche Sachen da unten ab? Das macht man doch nicht. Auf jeden Fall werden wir den Quartiermeister besuchen, wenn es soweit ist. Und den Nebeneinsatz möchte ich jetzt noch nicht. Ich möchte jetzt echt noch hier die restlichen Behälter, also einmal so und dann wirklich zurück zum Safe House. Das liegt mir am Herzen, wenn man so möchte. Lass das jetzt auch links liegen. Okay, anscheinend können wir das hier links liegen lassen. Boah! Na, Seitenfeuer hier auch noch. Den guten erhöhten Punkt. Jetzt, bevor ich das hier starte, möchte ich echt gerne wissen. Wo ich den guten Defense Point habe. Ist der hier oben vielleicht? Kann ich hier so? Nein. Kann ich hier hoch? Nein.
Kann ich nicht. Ich kann hier nicht hoch. Ich kann zwar hier hoch, aber kann mich hier nicht abducken. Daher ist das jetzt kein guter Nett von Vorteil, wenn man so will. Wie sieht es hier oben aus? Ach, wir probieren es einfach mal. Mal sehen, was bei uns. Mal sehen, was uns erwartet. Vorgang angehalten. Wieso den Vorgang angehalten? Lautsprechersystem läuft. Vorgang fortgesetzt. Okay. Zugangsschlüssel entdeckt. Manuelle Kontrolle erforderlich. Wieder angehalten. Schon wieder angehalten? Nee, Moment. Wo muss ich jetzt hin? Warte mal. Wieso? Was zum Henker? Ah, okay. Jetzt muss ich... Ah, das ist ja auch cool gemacht, oder? Vorgang fortgesetzt. Krass, krass, krass. Wir müssen zusammenhalten für unsere Kinder. Das schulden wir ihnen. Wir dürfen sie nicht in dieser Umgebung aufwachsen lassen. Kämpfen sie wenigstens für die Kinder. Böse Wehtun. Kam dann aber auch mal ganz schnell aus der Decke, oder? Und auch den habe ich nicht gesehen, Freunde. Krasse Nummer. Okay, die Übertragung haben wir schon mal. Und jetzt will ich auf jeden Fall noch... Wow. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Ja, im Endeffekt... Agent fordert Verstärkung an. Nein, brauche ich nicht. Keine Verstärkung. Freunde, das war's für diese Folge. Was ich gerade sagen wollte, ist zwar jetzt ein bisschen Beinarbeit, so ein bisschen den Sektor hier zu sichern, aber ich erhoffe mir da natürlich entsprechende Vorteile von. Ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Von daher verabschiede ich mich hier mit diesem geilen Panoramablick über diese Baustelle mit dem Kran und diesen
Hochhäusern hier und in diesem nice stylischen Bus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da, gerne auch ein Abo und schreibt mir was in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.